Das ist ein ganzes Teeblatt. Nicht zerstückelt. Und auch nicht in einen Teebeutel gesteckt und dann in heißem Wasser ertränkt. Nein, zu einem Teeblatt sollte man gut sein. Dann ist es auch gut zu dir und gut zu anderen. Tee, der leckere Erfrischungstee. Ganze Teeblätter für ganzes Aroma, gemischt mit besten Fruchtsäften. Tee aus gut gemacht. Das ist weißer Tee, Cranberry und Acai. Acai. Essay? Etsy? Exei. Die leckere Früchte der Kohlpalme. Aber es geht doch nicht um die korrekte Aussprache. Es geht darum, aus all dem etwas Gutes zu machen. Zum Beispiel Tee, der leckere Erfrischungstee. Ganze Teeblätter für ganzes Aroma, gemischt mit besten Fruchtsäften. Tee aus gut gemacht. Das sind Two Leaves and a Bud, die zwei jüngsten Blätter und die Knospe der Teepflanze. Der beste Teil des Tees. So exquisit liegen sie da im Wasserbad und denken, ach, was bin ich schön. Ihre Freundin Mango, etwas bodenständiger. Tee, der leckere Erfrischungstee. Ganze Teeblätter für ganzes Aroma, gemischt mit besten Fruchtsäften. Tee aus gut gemacht. Das ist eine Maya-Brombeere. Sie wartet immer noch auf den Weltuntergang. Erlösen wir sie. Bumm. Willkommen im Paradies. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Tee, der leckere Erfrischungstee. Ganze Teeblätter für ganzes Aroma, gemischt mit besten Fruchtsäften. Und in tollen Kombinationen, zum Beispiel Pfefferminz-Brombeere. Tee aus gut gemacht. Die Pfefferminze ist so populär, dass man ihr in der Gemeinde Eichenau ein eigenes Museum widmete. Doch wie so viele konnte sie mit dem Erfolg nicht umgehen. Wilde Partys, Skandale, Exzesse. Aber sie hatte Glück und traf die Bio-Brombeere, mit der sie nun ein neues, gutes Leben anfängt. Tee, der leckere Erfrischungstee. Ganze Teeblätter für ganzes Aroma, gemischt mit besten Fruchtsäften. Tee aus gut gemacht.